Und heute geht es um ein Thema, was uns Frauen, glaube ich, alle interessiert. Und zwar geht es um das Thema ein großer, voluminöser, runder und knackiger Hintern. Die drei wichtigsten Muskelgruppen, die uns jetzt interessieren, sind der Gluteus Minimus. Der ist dazu da, um die Po zu liften. Der Gluteus Maximus, der größte Po-Muskel, der ist dazu da, um einen schönen, voluminösen Po zu bekommen. Und der Gluteus Medius, der sitzt ganz oben am Po und macht diesen runden Apfelpo-Effekt. Und das sind die Übungen, die ich persönlich am besten finde, um den Po voluminös, knackig und rund zu bekommen. Die habe ich natürlich auch alle in mein Programm I'm Stronger eingebaut. Richtig schön funktioniert. Erstens, nutzt den gesamten Bewegungsradius aus und arbeitet schön aus dem Po. Zweitens, arbeitet nicht mit zu leichtem Gewicht. Packt ein bisschen Gewicht drauf, aber achtet trotzdem auf eure Ausführung. Drittens, setzt den Schwerpunkt auf den großen Po-Muskel, denn der ist dafür da für das Volumen. Den trainiert ihr zum Beispiel mit den Squats und den Ausfallschritten. Und der allerwichtigste Punkt ist Punkt Nummer 4. Geduld, Mädels. Der Po wächst nicht von heute auf morgen, sondern ihr müsst lange und hart dafür arbeiten.